So, hallo meine Lieben, es ist da jetzt leider ziemlich finster, weil es eben draußen noch finster ist. Ja, ich bin wieder mal unterwegs mit meinem Travel or Reisecar, so ein Schmarrn. Ja, und ich habe heute wieder eine wunderbar schöne Natur-Tour-Bergtour vor und befinde mich da jetzt in Werfenweng, das ist so in der Nähe von Bischofshofen, das Tennengebirge, super schönes Gebirge, und habe vor, da heute auf die Werfener Hütte zu wandern, vielleicht noch ein bisschen weiter mal schauen. Ja, aber jetzt muss ich zuerst mal den Parkplatz finden, von wo ich da weggehen kann. Aha, da muss man zahlen. Okay, dann schauen wir jetzt einmal. Ist ja spannend, schon wieder mal gleich. Sodala, da gibt es einen Parkplatz, hey, kostet natürlich was. Das ist natürlich ein sehr bekanntes Wandergebiet, also auf die Hütten rauf. Ja, das ist klar. €6 am Tag, na gut, ich werde es verkraften. Fahren wir hin. Sind ja schon ein paar da. So, es sind ja schon ein paar Menschen da. Ja, meine Lieben, es ist finster, so schaut es jetzt aus. Und da die wunderbare Silhouette der Berge. Tennengebirge. Ja, das ist so bis 2400 Meter hoch und die Werfener Hütte ist knapp auf 2000 Meter. Und dann schauen wir mal, ob wir weiterkommen. Ja, jetzt werde ich mich auf jeden Fall mal zusammenpacken. Und das Spannende ist jetzt, dass die Selfie-Kamera wieder um einiges heller ist wie vorher. Ja, also da sieht man noch mal die Silhouette. Es ist jetzt ein bisschen nach 6:30. Ja, und da wird's raufgehen. Also, ihr werdet in gewohnter Manier tolle Bilder sehen und ich habe heute auch meine fliegende Kamera mit dabei, die Drohne. Ja, mal schauen, was wir da für Bilder zusammenbringen. Jetzt schauen wir mal, wo wir da noch hin müssen. Edelweißhütte, Werfener Hütte. Was, 7,5 Stunden? Nein. Also ich muss jetzt in die Richtung. Und ja, wilde Tiere. Nee. Kühe, Kälber. Ja, also auf die Werfener Hütte. So schaut's aus. Hochgebirgsrunde. Mhm. Also, wie gesagt, in die Richtung geht's jetzt einfach mal. Da hinten. Naja, da gibt es viele Mutterkühe mit ihren Kälbern und eine hat sich die da vorne schon lautstark gemeldet. Ja, ist schon ein bisschen ein ungutes Gefühl, weil die steht schon so da, so von der Seite angeschaut. Ich meine, die kennen natürlich
Wanderer, das ist klar, aber das ist ein ganz kleines, ganz lieb. Und da gibt es auch schon welche, Schatz. Die nehmen sich Running for Free auch zu Herzen und laufen da in den Bergen herum. So, nochmal die wunderbare Silhouette des Tennengebirges von dieser Seite aus. Und das ist der Werfener Hochthron, da wo die Sonne schon herkommt. Und schau mal her, ganz ein kleines. Ja, meine Freunde, es ist kalt. Es ist kalt. Ich bin schon auf 1000 Meter gut. Und es ist einfach kalt, mitten oder Ende September in den Bergen. Und auf das vergisse ich immer ganz gern. Aber gut, der Tag heute schaut super aus. Es wird ein blauer Himmel und die Sonne kommt bald. Genau, und die Kühe melden und regen sich. Alle haben einfach Kälber, gell? Und die da hinten, die schaut mir auch schon so komisch an. Okay. Also jetzt schau ich mal, dass ich weiterkomme und ein paar Meter gewinne, wie es so schön heißt. Naja, und so ist es dann leider auch. So gewisse Fundstücke der Neuzeit, was ich jetzt auch nicht so wahnsinnig gut finde. Ja. So, meine Freunde, jetzt mal nach einer Stunde wieder kleine Einschaltung. Ja, da hinten sind dann die großen Berge, die ganz großen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt besser sieht, aber man sieht schon ein paar Gipfel mit eben Schnee oder teilweise Gletscher. Ja, und das sind halt dann die hohen Tauern über 3000 Meter und alle, die halt noch keinen Schnee drauf haben, die sind auch alle gut über 2000 Meter, aber halt, ja, 1000 Meter nochmal in der Höhe ist halt nochmal was anderes. Also ich genieße heute echt die Ruhe. Es waren zwar unten am Parkplatz schon ein paar Autos und es sind auch einige vor mir weggegangen. Ich weiß aber nicht, ob die auch auf denselben Berg gegangen sind, gibt ja mehr Möglichkeiten. Aber ich bin allein. Es ist kurz nach 8 Uhr. Es ist unglaublich, also diese Ruhe, dieses Alleinsein, das ist unglaublich beruhigend. Ich mag ja das Wort heilend nicht in den Mund nehmen, das ist ja auch wieder so gefährlich, aber es ist so herrlich für die Seele. Es ist natürlich für den Stresspegel, der hier runtergeht, ja, und für die gesamte Gesundheit, denn alle, die meine Videos schauen, wissen da Stress. Ein Auslöser für brutal viel Symptome, für viele, viele, viele schwerwiegende Krankheiten sein kann. So, meine Freunde, wieder 50 Minuten später, also gute Stunde und 50 Minuten bin ich unterwegs, immer wieder mit den vielen Pausen dazwischen kurz. Ja, wollte euch nur den hinteren Stock, den wir da sieht, zeigen. Das ist der Hochkönig, super schöner Berg. Bin auch schon mal oben gewesen vor einigen Jahren. Eine sehr, sehr lange CE-Tour, aber die zahlt sich aus. Und der Hochthron, ah, Hochkönig sage ich, ist fast 3000 Meter hoch. Also so, meine Lieben, jetzt bin ich so richtig im Hochgebirge auf ungefähr 2000 Meter. Und jetzt nehmen wir mal einen kleinen Schluck. Also da habe ich jetzt L-Arginin herinnen. Das ist eine wunderbare Aminosäure, die auch für den Sauerstoff spitzenmäßig ist und die auch für manche eventuell bekannt sein könnte,
die das auch nehmen, weil sich dadurch die Blutgefäße weiten. Das heißt, da ist natürlich dann der Blutfluss ein wesentlich besserer und da können sich gewisse Dinge eben auch öffnen, schlacken, abtransportieren. Also das ist für das ein wunderbares Mittel. Und es ist noch eine Aminosäure drin, aber die verrate ich euch später. Ja, meine lieben Freunde, machen wir mal kurz eine Pause vom Bergsteigen und Bergwandern und schauen uns mal diese beiden Aminosäuren L-Arginin und L-Citrullin ein bisschen genauer an. Also warum sollte oder könnte man eben diese beiden Aminosäuren eben auch zur Steigerung für körperlich erhöhte Bedürfnisse einnehmen? Fangen wir an mit L-Arginin. L-Arginin ist eine semi-essentielle Aminosäure, ist also bedingt lebensnotwendig und ist eben proteinogen, das heißt für die Herstellung unserer Proteine einfach wichtig und natürlich dann eben für die Muskeln. L-Arginin wird unter anderem auch von oder aus L-Citrullin hergestellt. Ja, es weitet die Blutgefäße, macht diese geschmeidiger und sorgt eben dann dafür, dass das anhaftende Plak, das eben vom Cholesterin ja dafür verwendet wird, unsere Gefäßwände auszubessern, diese wieder abzudichten, dann wieder abtransportiert werden kann und nicht dann irgendwann die Gefäße so weit verengt oder eben so weit verengt, dass Gefäßstau entstehen kann oder eben ein kompletter Gefäßverschluss entstehen kann. Was das dann bedeuten kann, kann man sich ausmalen. L-Arginin hat den allerhöchsten Stickstoffgehalt aller proteinogenen Aminosäuren und Stickstoffmonoxid ist für eine gesunde Funktion unserer Venen eben maßgeblich verantwortlich. Was bedeutet das nun, wenn ich L-Arginin supplementieren würde? Ja, L-Arginin ist ein Stoff, der für die Produktion von Stickoxiden benötigt wird. Der Körper benutzt eben Stickoxide beispielsweise, um die mitochondriale Atmung zu verbessern und um eben die Blutgefäße zu weiten. Die erhöhte Durchblutung steigert die maximale Sauerstoffaufnahme und sorgt für eine bessere Nährstoffversorgung unserer Muskeln. Einfach gesagt, einfach mehr Sauerstoff in den Muskeln. Was ist nun mit L-Citrullin? Das L-Citrullin ist eine nicht proteinogene Aminosäure und sie wird eben vom Körper selbst hergestellt. Citrullin entsteht im sogenannten Harnstoffzyklus aus Ornithin und ist eine Vorstufe eben, wie schon gesagt, von L-Arginin. Nach der Supplementierung von Citrullin wird es in den Nieren zu Arginin umgewandelt. Es verdankt seinen Namen der Wassermelone Citrullus vulgaris, da es in deren Schale in einer sehr hohen Konzentration vorkommt. Durch einen erhöhten Proteinkonsum von Sportlern zum Beispiel oder Menschen, die einfach mehr Proteine zu sich nehmen, entsteht mehr Ammoniak im Körper und Ammoniak wird über den Urin ausgeschieden, um negative Folgen zu vermeiden. Da Arginin und Citrullin aktiv am Harnstoffzyklus beteiligt sind, sorgen sie auch dafür, dass Ammoniak einfach schneller abtransportiert wird. Warum sollte ich nun Citrullin einnehmen? Ja, Citrullin ist ja eine Vorstufe von L-Arginin und verlängert dessen Wirkung. Ja, das ist das Hauptwichtige. L-Citrullin verlängert die Wirkung von L-Arginin, da es den Argininspiegel auf einem sehr, sehr stabilen Niveau hält. Es wird nicht wie Arginin im Darm oder in der Leber verstoffwechselt und hat auch deshalb eine langanhaltende Wirkung oder eine länger anhaltendere Wirkung als Arginin. Und deshalb macht es eben Sinn, Arginin und Citrullin gemeinsam einzunehmen, da es eben die Wirkung von L-Arginin um einiges verlängert. Durch mehrere Studien ist nahegelegt, dass Citrullin eine Leistungssteigerung mit sich bringt. Dies gilt so nehme ich an für jegliche Art von körperlicher und geistiger Betätigung. Ich möchte hier eben nicht nur Kraftsportler oder eben Ausdauersportler ansprechen, auch geistige Arbeit erfordert seinen Tribut. Ja, meine Lieben, und jetzt geht's wieder weiter in die Berge. Ja, und ein wunderbares Bergpanorama, wie gesagt. Da haben wir nochmal den Hochkönig, knappe 3000 Meter hoch. Da hinten die hohen Tauern, also da ist Schnee drauf, das sind die 3000er teilweise. Da hinten sehen wir auch einen Gletscher, wenn wir ihn sehen. Ja, und da unten
ist eine kleine Stadt, Bischofshofen mit 10.000 Einwohnern. Da habe ich im Sommer fast 2 Monate gearbeitet, hat mir richtig Spaß gemacht und deshalb habe ich auch so ein bisschen einen Guster bekommen, weil man dachte, aber auf die Werfenhütte bzw. ins Tennengebirge gehe ich auch bald mal wieder. Ja, und dann haben wir da. Ja, und da haben wir schon noch mehr die Felsen. Also ich werde da jetzt nicht herumklettern, keine Angst. Aber ich hoffe, ich bin da irgendwo am Weg richtig, wo es da zu der Leiter geht. Und vor dem habe ich kurz schon ein bisschen am Bammel, weil es da wirklich im Gelände bist und teilweise wirklich sehr ausgesetzt. Unsicher. Ja, liebe Freunde, wir sind hier nicht im Tiergarten, sondern in freier Natur. Diese Gämse ist ungefähr 10 Meter vor mir. Jo, ja, liebt man auch nicht immer. Also Tiere, die sicher schon an Berggeher gewöhnt sind, das ist klar. Aber doch trotzdem. Ja, da sind wir einfach im Hochgebirge. Punktum. Und die Leiter habe ich Gott sei Dank geschafft. Also das war schon nicht ohne. Das war nicht ohne. So, meine Freunde. Wow! Jetzt bin ich so richtig im Hochgebirge. Also das sind keine Bäume oder Bäumchen oder sonst irgendwelche Latschen, sondern nur noch Steine und phasenweise ein bisschen so Gras. Ja, hinter mir der Gipfel, da möchte ich noch rauf. Und das ist das Tennengebirge. Ja, das ist auch richtig geil da. Ja. Bin schon gute 3,5 Stunden unterwegs jetzt. Und die Leiter da unten, ja. Ich muss sagen, ich war am Anfang, ich bin die ersten 6, 7 Stufen rauf und dann wieder runter. Ich habe mir gedacht, ich tue es mir nicht an und habe mich dann doch irgendwie überwunden, weil ich gewusst habe, ich bin vor, ja, 16, 17 Jahren schon gegangen da. Und ja, es ist dann auf jeden Fall gut gegangen. Es ist immer wichtig, da darf man nicht runterschauen und auch nicht rauf. Ich bin einfach gegangen, habe die Stufen gezählt, es waren so 40, 45 herum. Und dann war es vorbei. Also bitte schaut euch das an. Leute, das ist so, man sagt, wenn man so in der Höhe ist, ja über 2000 Meter, dann fallen alle Sorgen ab. Da ist einmal alles weg. Ja, das ist es sowieso allein schon, wenn man unterwegs ist und ja. Ja, bin richtig happy, dass ich das heute gemacht habe und dass ich noch unterwegs bin, auch wenn ich mich ein, zweimal ein bisschen vergangen habe. Und das schon immer wieder so ein Hinweis ist, man ist einfach in der Wildnis, würde ich schon sagen, ja, in der Natur. Und wenn das Wetter schön ist, so wie jetzt, dann ist, denkt man, ja, was ist das schon? Ja. Aber es kann halt auch schnell umschlagen. Und dann ist man wirklich in der Wildnis, wo es echt auch auf was drauf ankommt. Ja, befinde mich jetzt beim Abstieg. Es ist jetzt 12 Uhr vorbei, ich bin über 5 Stunden unterwegs. Ja, es ist auf jeden Fall die längste Tour heuer. Ich schätze, ich werde in 2,5 Stunden wieder beim Auto sein. Und ich gehe jetzt hier auf der anderen Seite
Das heißt, da ist keine Leiter mehr. Also ich umgehe quasi jetzt diesen Pflock, Fieberhorn oder wie der heißt, jetzt auf der anderen Seite. Ja, und da geht es halt auch schon runter. Aber da ist keine Leiter mehr. Aber das ist jetzt nicht das Problem, sondern es ist dann halt mehr oder weniger so ein Rundweg. Und ich mag nicht immer das Gleiche gehen. Rauf das Gleiche, runter das Gleiche. Juhu! Mit der Kamera in der Hand ist es ein bisschen blöd. Aber ich will doch natürlich ein paar interessante Bilder bringen. Und ich passe auf. Ja, jetzt wieder bergab. Nachdem es heute wahnsinnig viel bergauf gegangen ist. Also ich schätze jetzt mal so, gute 1700 Höhenmeter auf jeden Fall. Und das ist sehr viel. Es ist extrem viel. Es ist jetzt 3:30. Ich bin um 7 weggegangen. Hab oben am Gipfel mal so eine halbe Stunde Pause gemacht. Und bin dann einfach gemütlich gegangen. Bin einen anderen Weg zurück und habe nicht gewusst, dass das so ein unglaublicher Umweg ist. Also bin da auf einer Seite runter und habe jetzt wieder 400 Höhenmeter rauf müssen. Und das ist viel. Und jetzt habe ich noch gute dreiviertel Stunde runter. Ich schaue jetzt, dass ich runterkomme und ich freue mich auf einen Kaffee und ein bisschen was zum Essen. Habe noch nichts Festes. Ja, und dann schaue ich, dass ich noch ein bisschen was einkaufen kann. Und dann werde ich morgen einen Chill-Tag einlegen. Hundertprozentig chillen. Schauen wir mal. So, und jetzt nochmal einen Blick auf diese wunderbare Bergsilhouette. Um 7 in der Früh haben wir die schon mal gesehen und jetzt ist es 16 Uhr. Ja, ich bin jetzt wieder hier unten, also noch ein paar Schritte. Es ist 16 Uhr, war jetzt genau 9 Stunden unterwegs. Ja, es war eine lange Zeit. Ich bin jetzt echt froh, hier unten zu sein. Mir tun die Beine weh und freue mich auf einen Kaffee.